Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute gibt es mal drei illegale Methoden, wie man auf Gewürge Games reich werden kann. Die erste Methode ist der Edgetunnel, Leute. Und zwar zum Beispiel, ihr kauft jetzt, ihr habt eine 10 Euro Passive-Karte und wollt damit keinen Rang oder sowas kaufen, ihr wollt euch davon Ingame-Money holen. Dann kriegt ihr dafür zum Beispiel 100k. Das ist, Leute, Edgetunnel und ist strafbar, kann sogar angezeigt werden. Und auch deshalb nicht gemacht werden, ist auch von Griefer Games verboten. Aber trotzdem machen es viele reiche Spieler, also die reich erscheinen, die kaufen sich einfach für echt Geld eine Menge, weil sie viel haben oder weil sie was geschenkt bekommen haben. Ja. Die nächste Methode ist, Leute, dass ihr einfach auf Bausucht-Stuff gegen Griefer Games-Stuff tauscht. Zum Beispiel, ihr habt auf Bausucht 1 Million Coins, dann tauscht ihr, dann kriegt ihr auf Griefer Games dafür 100k. Das ist nämlich auch illegal, weil das serverübergreifend ist und das darf man nicht machen, Leute. So. Die nächste Methode ist, wenn ihr einfach rein dupliziert. Einfach, ihr dupliziert Waren und verkauft die in-game natürlich. Das ist nämlich auch illegal, Leute. Ja, Duplizierungspack gab es ja erst vor kurzem. Wie man gesehen hat, das mit dem Enderman oder zum Beispiel, man konnte auch mal vor ein paar Monaten den Biegenrand von dem Plotz abbauen, Leute. Ja, ich hoffe, euch hat dieses klitzekleine Video gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich sowas mal ausführlicher mache, also mit Darstellung, allem drum und dran, dann lasst doch gerne mal ein Like da, abonniert mich, bis zum nächsten Mal, ciao.